Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder, dem besten Spiel aller Zeiten. Heute unterwegs bei den Flugzeugen auf 2-3 mit diesen drei deutschen Flugzeugen, der 109, der Ente und der Condor. Und mit mir dabei sind der Seras Servus. und MTB. Hallo. Die musste ich nämlich mitnehmen, denn einer von denen muss mir mal erklären, wie man 109er fliegt. Ich kann das nämlich überhaupt nicht und kriegt Ich auch damit nicht. eigentlich nur auf die Fresse. Gehen wir noch auf realistische Luftschlachten. Das ist denkbar schlechtes Beispiel. Die E-Serie ist nämlich, also die B1 und die E1 sind eigentlich noch voll die Turnfighter im Vergleich zu allem, was später kommt. Gut, dann könnt ihr wieder gehen. Spaß. Drücken wir mal auf Schlacht und ich lese natürlich mal ein bisschen vor, was ich zu 109 rausgesucht habe. Nämlich, neben der Focke Wulf 190 waren die Messerschmitt 109 das Rückgrat der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. In vielen Versionen wurden fast 34.000 Flugzeuge gebaut. Erster Einsatz war im Spanischen Bürgerkrieg und Spanien war auch die letzte Nation, die sie 1965 außer Dienst gestellt hat. Andere Länder, wo sie im Einsatz waren: Bulgarien, Kroatien, Tschechoslowakei nach dem Krieg, Finnland, Ungarn, Israel unter dem Namen AVAS 199, gekaufte Maschinen aus Tschechien mit anderen Motoren, welche sogar 8 ägyptische und syrische Maschinen im Sechstagekrieg abgeschossen haben. Dann noch Italien, Japan kaufte 5 Maschinen für Tests, Rumänien, Schweiz, Jugoslawien und nach dem Krieg dann natürlich Spanien bis 1965. Unter dem Namen Hispano Aviación HA 1112. Unsere E1-Variante hier bekam zusätzliche 2 MGs und eine Abwurfvorrichtung für eine 250-Kilo-Bombe oder 4 50er. 1000 Maschinen, ungefähr 1000 Maschinen der E1-Variante wurden gebaut. Bist du fertig? Ja. Ich möchte mal anmerken, dass wir gerade in Operation Uranus unterwegs sind. Ja, ich sag's jetzt nicht aus. Anzumerken ist noch, dass die 109 gegen Ende des Krieges furchtbar veraltet war. Aber zu den Varianten kommen wir ja erst später. Ja, und die spanische und israelische Variante haben wir auch nicht in diesem Spiel. Ich glaube auch nicht, dass sie sich noch groß unterscheiden, oder? Stärkere Motoren. Ja, Gerade gut, halt ein die. bisschen zeitgemäß, aber ich glaube, das Flugwerk wurde kaum verändert. Nee, die sehen auch dem auch den letzten Varianten auch sehr Die K ähnlich. wahrscheinlich, oder? Ja, dann die haben halt einfach nur im Großen und Ganzen stärkere Motoren bekommen. Ist wahrscheinlich ähnlich wie der schweizerische Jagdpanzer 38T. Irgendwie so, ja. So in die Richtung. Aber schon mal eine gute Taktik für 109er ist steigen. Wer mit der 109 rasen mäht, ist tot. Genau, sie sind halt die ganz klaren Energiefighter. Ihr braucht Höhe, ihr braucht Speed. Verliert ihr das, seid ihr schnell wieder im Hangar. Ich bin übrigens komplett stock, nur so zur Info. Und trotzdem bist du an zweiter Stelle. Ja, Ja, ich ich hau auch schon die bin. ganze Zeit Notschub rein. Sag mal, auf welchem Battle Rating sind wir hier gerade eigentlich unterwegs? Wir sind auf 3-3, oder? Ich glaube schon. P63? Die ist doch 3-3, oder? Ich meine, wir wären 3-3. P400 ist 2-3. Oh lol, direkt vor uns. Drei Bomber, ziemlich hoch. Ja. Ja, komm, mit unseren 762ern schreddern wir die. Oh nee, sorry, sind ja 792. Ich komme bei diesen Mini-MGs immer durcheinander. Denn auch jede Nation hatte da irgendwie ihre eigene Variante. 77, 792, 762. Es gibt, glaube ich, auch noch 7,5er. Irgendwie so, ja, die ersten der Franzosen waren, glaube ich, Ja. 7,5. Damit bloß keiner die eigene Munition nutzen konnte. Wieso macht man einen Head-on mit einer B18? Okay, wir sind im Laut hier unterwegs, aber trotzdem. Vor allem mit einer Condor, die ja so viel Frontbewaffnung hat, die jetzt nicht, dass sie da mit der Front oder den Frontkapseln der B18 mithalten könnte. Ah, die Cockpits sehen so gut wie alle gleich aus. Alle 109er Varianten. Die arme Wellington, ey. Wobei man die seitlich nicht unterschätzen darf. Alle Geschütze können in eine Seite feuern. Da ist eine F4 rechts von uns.
Ja, ich glaube, die sind wichtiger erstmal. Beziehungsweise, dass das ganze Aber Gegner die fällt. DB, die DB7 links von dir. Direkt vor Oh dir. ja. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Deswegen habe ich dich auch gewarnt. Oh Ein mein Gott, bisschen spät. sind die, ich habe es dann auch erst realisiert, dass sie so nah ist. Aber da sind ja auch direkt alle Gegner. Na gut, immerhin hat man ganz viel Munition und kann tackern, tackern, tackern. Aber ich krieg nur Treffer, ohne dass ich irgendwas mache. Oh, Spitfire direkt vor mir. Spitfire ist hart gekrittet. E16 dabei. Wie gesagt, wenn du Speed hast, tauschst du besser als die Gegner in der Regel. E16, ich hab die E16 und Spit am Heck. Ich hab die FPU bei mir. Die DB7 kommt auch noch. Okay, FIU jetzt auch an meinem Heck. Oh mein Gott, was habt ihr alle Jetzt mit hast du mir? alle am Arsch! Ja, schieß die mal Teil ab. doch mal! Schieß die einfach mal ab, bitte. Ja, du bist zu schnell! Ich muss schnell sein, sonst bin ich gleich raus. Wie gesagt, du turnst besser als die, wenn du Speed hast. Naja, sieht so aus, als ob die Spitfire mir locker hinterher geturnt. Ja, verdammt. Wo sind noch irgendwelche Jäger von uns da vorne? 109er. Hört auf die KI-Flieger zu gehen, kommt zu mir. Ich hab ne Typ 16, eine I16 am Arsch. Nevermind. Hab ich auch. Ah, sie kriegt mich. Nur Hits. Nur Hits, immer nur Hits. Ja, mit den 7er2ern musst du Ich ziemlich krieg sie präzise nicht. schießen. Ich krieg sie nicht weg, die Spitfire. Von wegen, ich turn besser, wenn ich Speed hab. Hey, du bist ja voll langsam jetzt. Nee, ich bin diese Woche auch bei 600 hinterher geturnt. Na, ich brenne. Aber ja, so laufen meine 109 Routen für normalerweise alle ab. Also wie gesagt, 109 kann ich nicht, kein bisschen. Gut, du musst aber bedenken, wir sind halt direkt voll geupdatet gewesen. Ja, trotzdem. Ich kann 109 einfach nicht. Ich auch nicht. Ich bin noch keine 109 wirklich geflogen. Seid ihr alle raus, oder was? Ich suche euch gerade, seid ihr alle raus? Ja, 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 ja. Na gut. Wir hatten jeweils eine E16 hinter uns. Ja, mit der E16 hast du keine Chance. Also habe ich jetzt mehr Text vorgelesen, als die Runde ging. Quasi, willst du noch eine zweite machen? Nee, auf keinen Fall, weg mit der 109. Ach, schäm dich. Nee, auf 190er freue ich mich, da gehe ich richtig ab. Die finde ich furchtbar. Die mag ich auch. Und ein Einsatzbefehl, den ich brauche. Oh mein Gott, das lindert meinen Pein jetzt nicht, das Spiel. Was kam jetzt Condor, gell? Nee, erst die Ente. Nicht. Das ist die Ente, okay. Erst die Ente. Nie ready. So, die Henschel HS129 war ein deutscher Groundstriker. Produziert wurden 865 Flugzeuge in verschiedenen Varianten. Kampfeinsätze flog sie in Tunesien und an der Ostfront. Angetrieben wurde sie von französischen Gnome-Romney-Motoren und fast 700 PS. Und das hab ich jetzt extra betont für David. Denn er fliegt jetzt ein Flugzeug mit französischen Motoren und sagt nichts mehr Hätten wir dazu. fast nicht aus der Luft. Also Gleich in der siehst Luft. du links unten am Bildschirmrand da MTB Crafter und ein Fallschirmsymbol. Unsere B3 hier war eine Variante mit einer 75 mm Panzerabwehrkanone und nur wenige Flugzeuge wurden zur B3 umgebaut und auch erst ziemlich am Ende des Krieges. So, Liegen nicht alle die Ente? Nö, ich nicht. Er wollte die Ente nicht fliegen. Ich kann mit der 75er nicht umgehen. Ne, ich auch nicht, aber. Sie ist doch Ente Ja, fliegen. er nimmt sich gerne Extrawurst raus. Ja, die ist lecker. Außerdem habe ich noch ein 2-3er-Flugzeug hier, das ihr nicht habt. Das sehen die Leute sonst ja gar nicht. Man muss jetzt nicht mit einem komischen französischen Motor rumfliegen. Vor allen Dingen sind die beiden Motoren viel zu schwach für das Ding.
Ja, das stimmt. Obwohl es schon stärker sind als die deutschen Motoren, die damals eingebaut wurden. Ja, aber trotzdem zu schwach. Das Ding ist ja vollgepackt mit Panzerung. Ja. Also allein das Glas ist ja irgendwie 70 bis 80 mm dick. Und nur so zur Info, die Deutschen wollten das damals mit Motor, oder die deutschen Motoren, die damals zuerst drin waren, die hatten irgendwie 400 PS nur. Und die Französischen jetzt hier, die haben knapp 700. Also es ist schon ein ziemliches Upgrade gewesen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das Ding mit 400 PS nur zu fliegen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, das mit 700 PS zu fliegen. Also ich kann mir Also schon vorstellen, das funktioniert nur leider nicht gut. Sobald du einmal hochziehst oder so und Geschwindigkeit verlierst, bist du tot. das geht schon. Oh, hast du den gerade mit der 75er gekillt? Klar. Sehr schön. Nee, ich mag die Nachfolgervariante mit der 30er lieber. Soll ich mich mal um das Kleinviech kümmern, damit es euch nicht abschießt? Da habe ich auch die 7,6, 7,9 Zweier, Ja, merkst du was, 7,9 Zweier, 7,9 Zweier. Uhuhu. Sehr schön. Man muss halt hier ein bisschen dann, sollte sich für das Flugzeug, wenn man es als Ground-Striker fliegen will, die Taste für Waffe wechseln auf jeden Fall belegen. Habe ich nie gemacht. Echt nicht. Ich benutze das schon oft, wenn ich verschiedene Kaliber dabei habe oder verschiedene Aufgaben beim Mach Fliegen. einfach die Tasten drücken oben. Wow. Ja, ich würde sagen, der Konvoi ist weg. Da oben ist noch einer. Ist ja das Komische an dieser Map. Die haben sie so links. umgebaut, dass man jetzt direkt bei den gegnerischen Konvois startet. Ist so cool, kannst du XP farmen. Ja, das stimmt. Allerdings, wenn man Gornzeiger spielt, ist das natürlich perfekt. Die Piloten in dem Spiel können echt nicht fliegen. Die drücken die Ruder alle in die falsche Richtung beim Kurvenfliegen. Das ist wie Autofahren in England. In Russland tut man die Knüppel in die falsche Richtung drücken. Nee, 109 echt nicht. Du kriegst keinen Medium-Tank mit deinen Mini-Pups MGs klein. Ich find's ja schön. Achtung, ihr rammt euch gleich, ne? Ja, Niemals, da haben wir uns alles noch nie gut. gerammt. Ich bin ja schon weg. Sehr froh, dass ich keine Raketen dabei habe. Ja, das bin ich auch, ja. Ach du Kacke, da kommen da viele Flugzeuge. Vor allen Dingen, da kommt eine Formation an feindlichen Flugzeugen. Gibt's hier KI? Ah ja. Ja, müsste es geben. David nimmt den, der hinten ist, und Jan nimmt den, der vorne ist. Ach, das ist jetzt so viel entspannter für mich als 109 fliegen. Boah, ich habe einfach durchgeschossen. Ja, Ghost David, Chill. so geht's mir auch immer. Oh Gott, da sind zwei CW21er. Ihr kommt mal in den Luftkampfmodus, oder? Nee. Bin nicht vorne. Das Ding hat keinen Luftkampfmodus. Komm, lass das letzte Ding David. Mache ich auch, wenn er es jetzt trifft beim Anflug. Werde ich nicht, also viel Spaß damit. Ach was. Oh, der Komm, du stehen schaffst das. geblieben. Warte bis zur letzten Sekunde und dann Du drück sie voll schaffst rein. das. Du schaffst das. Yay. Yay, nein. Und die Motoren überhitzen natürlich. Was für ein Dreck. Ja, Weapon darfst du mit dem Ding nicht. Nee, ich werbe auch nur, wenn ich eine Kurve fliege oder so. War schon 2000 Punkte gefarmt. Ich Aber hab da schon. müsstet ihr auch die Bells mit dem gepanzerten der Panzerabwehrmunition haben, weil die anderen Munitionsgurte sind da nicht so gut für. Die Standard. Ich weiß gar nicht, wie der aufgebaut ist, aber meiner ist halt, hat halt jeder Schuss hat 160 mm Pen. Aber mir hat jeder Schuss 137, aber ich treffe halt irgendwie nichts. Also Hat die bei der fliegen halt durch, ich treffe Standard-Muni schon. nicht, haben die nicht abwechselnd? HE Ich und meine auch, AP? die hätten abwechselnd. Nee, haben sie nicht. Oder? Nee, HP, HE. Gut, ich hab halt H-Web.
High Velocity Armor Piercing. Mit Tracer. HWebT auch noch. HWebT, ja. Oh mein Gott. Wieso nicht HWebTI? Warum habe ich keine Luftbodenraketen? HWebTIHE. Und das ist übrigens das Cockpit, was ich ziemlich cool finde in der Ente. Das sieht halt echt aus, als würdest du einen fliegenden Panzer fliegen. Ja, das ist halt mega cool gemacht. Wie gesagt, das Glas ist 75 mm plus dick. Also da kommt halt selbst eine 40 mm Granate nicht einfach so durch. Die Schwachstelle bei dem Ding waren eher die Motoren. Nicht nur beim Fliegen. Ja, gut, kein Wunder, ne? Ja, die wollten schon rückwärts. Ja. Oh, ganz ehrlich, du mit deiner CW21 da oben. Also, ja. Ne, ist sogar eine P40. Heugeriger. Hat sogar eine Glasdecke. Oh, cool. Ja, und links kannst du sogar deinen Anflugwinkel sehen. Wie du anfliegen solltest. Die Ente, die erste A10 der Welt. Ja, A10 würde ich es jetzt nicht nennen, aber. Wo sind denn die mittleren Panzer? Da ist einer. Also ihr habt ja momentan ziemlich eine Narrenfreiheit. Die gehen gerade alle auf unsere KI, unsere Bodenziele, selbst die CW21. Ja, das wussten wir. Das war uns von vornherein klar. Ach so, okay. Denkst du, warum wir nicht gucken? Ja, wir wissen nicht mal, wo die Gegner sind. Also falls ihr noch Ziele sucht, hier hinten sind noch welche. Hier in die Richtung. Aber das ist egal, ob ich Ziele habe oder nicht, ich treffe eh nichts. Oh, da fliegen ja, sind ja noch zwei Armored Cars bei euch. Ja, meine 75er ist jetzt auch leer. Ja, dann kannst du jetzt noch die Armored Cars holen. Ja, die lasse ich David. Ich glaube, die CW21 kommt jetzt auch zu uns. Das hatten wir genug Spaß. Die CW21 da meinst du? Ja. He drew. Okay, ich gehe mal runter. Ja, auf jeden Fall kommt er schnell näher. Ich helfe echt nichts mit dem Ding. Ich glaube, ich mache einfach meinen Head-On mit ihm. Ohne den 75er. Ja, ich habe ja noch die kleinen. Na komm, tut er es nicht, will er es nicht. Nee, er ist. Nee, der slaut dich runter für den hinten dran. Da kommt nämlich sein Partner. Ist mir egal, welcher wieder schneller. Ich habe ihn aber getroffen zumindest, also. Ich habe ihn gekrittet. Ich geb's auf. Komm mal zu euch. Gut, und du hast halt keinen Heckgun an dem Ding. Heckgun an dem Ding wäre richtig gut, weil das halt echt dick ist. Oh, er ist nämlich reingeflogen. Okay, er hat mich dann halt so geholt. Lass mich raten, er lebt noch. Ja, er hat keinen Schaden. Er hat mir das Heck zerdeppert. Er hat mir das Heck zerdeppert. Und ich habe keinen Schaden. Also er hat keinen Schaden. Ne, doch, er hat keinen. Doch, er hat keinen. Ich sehe es gerade, er hat keinen. Keinen Motor mehr. Na, wo ist es denn? Ach, Mist, das habe ich leider nicht bekommen. Hast du ein CW21 hinter dir? Ja, ich weiß. Bleibt dran, Männer, der Sieg ist greifbar! Ich hab immer noch 0 Punkte, krass. Warte, was? Du hast nicht mal mit den MGs die kleinen Dinger getroffen? Ja, die hab ich. Komm mal in deine Richtung. Okay. Und tausch mich jetzt nicht, ja? Ich hab da ein paar wütende Dinger hinter mir.
Oh, das war sauber. Ein Kontrakt. Sehr schön. Zehn. Jetzt hast du keine 0 Punkte mehr. Nee, hört mich nicht mehr. 666. Oh, 68, schade. Hey, die sind beide jetzt hinter dir. Ich komm mal zurück. Ja, oh wow, sind die schnell. Warum sind die so schnell? Du kannst Frage ruhig ist, drehen. Also Frage wegkommst du eh nicht. Warum bist du so langsam? Ich bin doch gerade mit 400 Grad rausgeflogen. Ich hab doch gar nicht Die fliegen halt 600 standardmäßig. Boah, es war niedrig. War sehr niedrig. Ich hab da was. ja, ne? Dann, hätte ich jetzt einen Turret oben drauf, dann könnte ich Flak spielen. Das wäre so schön. Ja, stimmt. Ja gut, das war's für mich jetzt. Hat halt einfach nicht genug Leistung. Ja, park mal beieinander. Ich komm zu dir. Wir können jetzt zusammen nach Hause gehen. Lol, der Rauch verschwindet nicht, wenn man liegt. Ja, ich seh's gerade. Ja, grade. Das stimmt. Hast du das nicht? Doch, der Rauch verschwindet, nur die Partikel nicht. Wie das aussieht. Ja, wusstest du das nicht? Das ist wie, wow. Wie in so einer Schneekugel ist das jetzt. Naja. Das hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als die 109er Runde. Wow, minus 21 habe ich sogar in der letzten Runde gemacht. Minus 21 Silberlines. Wie schaffst du sowas? Ja, ich war ja nur Bait für euch alle und ihr habt mir die Dinge nicht vom Heck geholt. Ich hätte ja nichts gemacht, außer Treffer eingesteckt. Okay. So, dann auf zur Condor. Einem sehr schönen Flugzeug. Die ist voll hübsch. Ich mag nur das Dekel nicht, was gezwungenermaßen auf dem Rumpf vorne ist. Ja, das finde ich auch komisch. Das hätte ich auch gern. Und ich mag die asymmetrische Kapsel unten drunter nicht. Ja. Gut, das haben aber viele deutsche Bomber. Ja, aber da ist alles symmetrisch, alles, außer diese Kapsel. Das stört mich. Ja, ich kann dir sogar sagen, woran das liegt, nämlich die Fokker Wolf 200 Condor. Welches ein deutsches viermotoriges Flugzeug aus dem Hause Focke Wulf war, war ursprünglich geplant als Passagier-Airliner. Nur eine Anfrage aus Japan nach einem Langstrecken-Marineaufklärer führte dazu, dass es militärische Versionen der Focke Wulf 200 gab. Es gab nämlich dann hinterher Varianten zur Marineaufklärung, als Marinebomber, als normaler Bomber und als einfaches Transportflugzeug. Die C1 hier war die erste militärische Variante und sie bekam eine Abwurfvorrichtung für Bomben und Defensivbewaffnung. Komisch, dass wir die anderen Versionen nicht hier haben. Ja, finde ich auch schade, weil es gibt auch Varianten mit 20ern. Ja, spätere Varianten, ja. Das ist nämlich mit in der Kanzel. Die APT-Munition, ja, das ist gut. Die brennt. Ja, APT ist eigentlich bei allen deutschen Bomben. Die dicksten Bomben. Nehmen den vollen Tank oder 11 Stunden, das sollte reichen. Ich nehme die 6500 Kilo Bomben mit. Ja, ich habe die 2000er und 2500er. Oh, das ist ein schöner Thumbnail. Ich bin Stock. Das erste, was er immer sagt, ich bin Stock. Ach, ich hätte so gern, dass dieses Flugzeug sein richtiges Cockpit hat. Das ist bestimmt ein schönes Cockpit. Schöner als das, was wir jetzt hier haben. Das ist halt voll das Passagierflugzeug vom Cockpit her. Ja, jetzt ist es einfach nur ein PlayStation 2 Flugzeug vom Cockpit her. Ich nehme den rechtesten Spawn. Nehme ich den daneben. Ich glaube, ich krieg eh keinen Platt mit meinen 6250ern, oder? Ah, ne, es sind 4, ich weiß es nicht. Zu ausprobieren. Ja, dann fliege ich irgendwo anders hin. Das ist mit der Bombenladung, das ist immer so ein bisschen komisch. Was ich halt cool finde, ist, wie die Bomben da dranhängen. Ja, die haben halt wirklich jeden Platz, den sie hatten, irgendwie vollgestopft, ne? Ja, es ist halt dann dieses, dass der halt nicht als Bomber gedacht war. Ja gut, du hast halt sogar außen hängende Bomben. Ja, richtig, dieses notgedrungene. Ja, das hatten wir aber bei B-17 aber auch. Wer ist? Die B-17 hat auch außen hängende. Das wäre mir neu. Das bin ich mir fast sicher. Ich weiß es gerade nicht. Wir sind letztens B-17 geflogen, ne, David? Ja. Mit Andi, ich weiß es aber nicht mehr.
nicht drauf geachtet. Ihr habt damit eine Folge B17 verhindert bei mir. Warum? Weil ich ein First Impression Video machen wollte und das wäre ja kein First Impression mehr bei David gewesen. Ach so. Hätte ich was davon gewusst, dann hätte ich... Ja. Und aber es wäre auch eins für dich gewesen. Nö, ich habe ja schon das Rumgeweine von David gehört. Rumgeweine. Der Gunner oben hat echt einen chilligen Spot, muss man sagen. Also vorne. Ah, der hat aber auch so einen richtig kleinen, komischen Richtbereich nur. Ja, darum geht's aber nicht. Drück mal, oh, der sitzt halt echt gechillt da. Im Gegensatz zu den anderen Gunnern. Ja, stimmt. Immer die nach unten schießen müssen oder nach hinten, sind immer die am schlimmsten sind. Die haben bestimmt irgendwann mal Rückenschmerzen bekommen. Ne? Irgendwann? Die haben da am ersten Flug Rückenschmerzen. Also, guckt euch mal den vorderen an unten. Ja, wie der zusammengeknickt ist. Das sieht so aus wie ich bei der Arbeit. Der hintere, der muss auch so richtig komisch sitzen. Also man kann sich mit dem Ding auch nicht verteidigen. Das sind ja nur alles Mini-Pops im Gesen. Ja, und keins davon ist auch ein Zwilling. Das sind alles Einzelne. Ja, also wenn du Pilot Sniper ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, oder einen Motor kaputt machen, um den Gegner hinter dir wegzumachen. Und du kannst nicht mal direkt nach hinten feuern. Nee, du hast dann... Also schon oben, aber unten, hinten nicht. Wie ist eigentlich dieses Seitenleitwerk? Ist ziemlich chunky, ne? Ja. Aber die Flügel an sich sind alle ziemlich chunky. Also die Tragflächen. Da muss ja auch theoretisch Sprit für 11 Stunden Flug rein. Und ich weiß gar nicht, wie viele Passagiere das mitnehmen können. Wahrscheinlich so 60 bis 80. Ja, ist auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist ein schönes Flugzeug an sich. Mit ein paar. Ja. Oh, die P3 will mich nicht. Die hat große Kanonen und sowas. Lass mich in Frieden, PE3. Lass mich in Frieden. Wir sind Freunde. Hier oben sind wir doch alle Bomber, Freunde. Warte, wir warten noch bis zu meinem Bombenziel. Naja, das Ding ist halt auch leider nicht schnell hier. Nö. Das ist ja auf Effizienz getrimmt und nicht auf Geschwindigkeit. Ich helfe jetzt gegen diese PE3. Verdammt, der hat mal einen Schützen. Wobei, da kommt noch eine LA-5. Du bist auf dich allein gestellt. Ja, ich versuche jetzt. Ich hoffe jetzt, dass ich hier wenigstens noch bomben kann. Ja, kannst du locker. Das schaffst du. Außer der snipet dich jetzt hart weg. Oh. Nö. Aber die Bomben sind noch raus. Guck mir noch ein bisschen hinterher. Ja, gut, ne? Ja, die P3 sind auch ziemlich gute Flugzeuge, das muss man leider sagen. Ja, gut, ganz ehrlich, das Ding kriegt einen Bomber-Spawn mit so einer Bewaffnung, ist halt auch schon lächerlich. Das ist ein Strike-Aircraft, nichts anderes. Ja, ist es auch. Also mit dem Ding farmst du halt die Bomber einfach ab auf dem Battle-Rating. Ja. So, und der Stock ist erlebt natürlich am längsten. Ja, ich kann jetzt noch ganz gemütlich seine Bomben abwerfen. Hab ich meine Basis eigentlich erwischt, ja, ne? Ja. Ich müsste irgendwo anders hinfliegen. Warum? Ja, weil ihr habt schon zwei gehabt und da sind nicht mehr als zwei. Ach so. Deshalb muss ich auf die andere Seite fliegen. Ja, ach, hast du deine noch erwischt, ja? Ich hab meine noch erwischt, ja. Ah, sehr gut. Immerhin, was erledigt. Hey, du bist sogar vor mir. Warum? Weil ich mir Treffer eingesteckt habe und ihm auch, glaube ich, mit dem Schützen mal mindestens ein, zweimal getroffen habe oder so. Aber ist so krass? Also mehr als 100 Punkte? Ich weiß es nicht, anscheinend. Aber der hat ja auch länger auf mich geschossen, also der hat zwei Anflüge gebraucht. Okay, ja, ich muss zugeben, ich habe mich selbst umgebracht. Ich habe einen 3G High Extreme G-Turn gemacht. Na, okay, nee, das ist nicht so gesund. Ja, ganz ehrlich, diese viermotorigen Bomber, die brechen mittlerweile bei Manövern zusammen. Das sollte jedes normale Flugzeug abkönnen. Das ist auch total komisch. Manchmal brechen die sehr schnell, dann hast du wieder Runden, dann brechen die dann überhaupt nicht und du kannst noch 2G mehr drauf packen. Vor allem hast du sowas wie eine P8, die macht halt nicht gerade sagen. Ich weiß halt nicht, ob War Thunder da in dem realistischen Modus wirklich so realistisch ist, dass es auch Höhe, das Wetter und die Map ankommt und die Temperatur und sowas. Das glaube ich aber eher nicht. Also du hast diese ganzen Parameter im Spiel, aber die Bombermodelle sind nicht realistisch gemacht. Ja, okay, dann liegt es nicht daran.
Das ist auf manchen Maps halt. Ja, komm, allein diese ganzen Stories, die du halt von Bombern im Zweiten Weltkrieg hattest, mit was für Beschädigungen die noch nach Hause gekommen sind. Oder was für komische Manöver die überlebt haben. Und hier im Spiel machst du so ein Manöver und dir bricht halt einfach der ganze Flügel weg. Ja, oder jemand schießt in deine Nähe und dir fliegt das Heck weg oder so. Mit deutschen 30ern gehe ich halt noch so halbwegs konform mit diesen Minen geschossen, weil die haben schon den Flügel einfach abgetrennt. Aber du wirst ja teilweise von einem MG getroffen und weg ist alles. Du wirst auch teilweise halt nicht am Heck getroffen und weg ist das Heck. Gut, diese Sollbruchstellen sind ja eh der Hammer. Ich wünsche mir immer noch das IL-2 Schadensmodell, aber ich glaube, das werden wir nie bekommen. Ist halt komisch, weil eigentlich hat ja Gaijin Zugriff da drauf. Eigentlich, aber vielleicht sind die ganzen Entwickler nicht mehr dabei. Das kann sein. Ja, sind jetzt in die Modding-Community gewechselt von IL-2. Komm, David, unten, Gunship. Gunship, das Ding. Ja, auf jeden. Ah, ich guck jetzt bei der P3 zu, wie sie stirbt. David, hast du gerade eher, wie schnell er werden darf. Das Ding kann im Geradeausflug schon Geschwindigkeit aushalten. Guck mal erstmal, ob es ein Looping fliegen kann. Extreme Überlastung, krass. Nee. Ja, doch, als Dockmaschine geht das, nur wenn du ausgebaut bist, nicht mehr. Oh, sehr schön. Wenn jetzt nicht die Flügel abbrechen, das ist nicht... 4G, Alter. Es ist so, weißt du, ich habe mich ungefähr 45 Grad in zur Seite gelegt und habe das Höhenruder eingeschlagen, mein Flügel war weg. Also habe einfach eine normale Kurve gedreht. Ja, das war aber kein Looping. Du versuchst jetzt auf Teufel komm raus, oder? Was? Bitte dreh dich mal 45 Grad zur Seite und mach mal mit dem Höhenruder eine komplette Kurve. So eine 180 Grad Kurve. Ja, und jetzt zieh voll rein. Oh nee, oh, das tut jetzt schon weh. Nein. Also weißt du, warum macht das mehr Stress auf die Flügel als ein Looping? Nee, der Looping, am Anfang habe ich ja sehr sanft hochgezogen. Oben war ich ja total lahm. Und da habe ich aber auch Überlastung gekriegt, weil ja, schon, aber das Abfangen nach unten hätte dir eigentlich so viel Stress auf die Tragflächen geben müssen. Ich habe ja nicht mehr abgefangen, ich habe komplette Leistung raus. Verteidigst du gerade Gaijin? Nein, ich verteidige gar nichts eigentlich. Oh lol, ich habe, wenn ich David zugucke, voll den Grafikfehler bei den Bäumen vor ihm, wenn ich die Kamera hoch und runter bewege. Ich nicht. Was ist das? Das flackert, mal ist der Schnee da, mal nicht. Nee, das habe ich nicht. Hier ist er da die ganze Zeit. Das ist schön. Ich will auch Schnee. Jetzt hat er gerade geflackert. Komisch. Ich habe in letzter Zeit halt eher öfter diese Atomsonnen, die dann plötzlich... Diese grün-gelben Bälle, die... Oh, ja. Diese Synthwave-Sonnen, die dann irgendwie einfach plötzlich auftauchen. Hey, das ist die Genki Dama, ja? So. 80er Jahre Synthwave-Sonnen. Ja. Ich finde es aber gut, dass es den Kampfklappen hat. Ja, wichtig. Wenn ich mich recht entsinne, fährt das Fahrwerk von dem Ding relativ langsam aus, also würde ich schon relativ früh anfangen. Ich sollte mal langsam wieder ein bisschen Motorleistung reinhauen. Ja, ein bisschen langsam mit 140 Sachen. Ja. Ja, das war das Fahrwerk, was sich so sehr viel Zeit lässt. Ja, es könnte eng werden. Nee, geht noch. Das ist ja so nach vorne gerichtetes Fahrwerk, wo in meinem Kopf irgendwie die Stabilität fehlt, aber ist okay. Ich bin langsam. Ich bin sehr langsam mit 110. Das Ding gleitet erstaunlich gut. Upsala. Keine gute Landung. Ah, doch. War sehr schön. Du lebst noch, also war es eine erfolgreiche Landung. Echt, genau, sagt Gaijin ja auch. Vor allem, ich stehe mit so einem fetten Ding am Anfang von der Landebahn. Ja, schön, du bist ziemlich schnell runtergebremst. So, und jetzt würde ich gerne wissen, warum dein Spornrad nicht abgebrochen ist. Was? Jetzt, weißt du, bei deinem Drift, das Ding, das Spornrad hier ist ja nicht animiert. Normalerweise würde ich das, glaube ich, in die Richtung drehen, in der du fährst. Ja, würde es. Ja, aber hier nicht. Hier war es einfach starr. Das sah einfach merkwürdig aus. Ja, stimmt. Und in manchen Flugzeugen bricht das dann auch einfach und dein Heck hängt dann am Boden, wenn du das so machst, so ein Drift. Dieses Fahrwerk fasziniert mich. Also, dass das wirklich genug strukturelle Integrität hat, mit diesen zwei Streben nach vorne. Und es ist ja dann nochmal der Federmechanismus. Der ist halt ziemlich ausgeprägt. Ja, aber der geht ja halt auch nach hinten, ne? Also das ist ja viel mehr Stress, als sein müsste. Ja, es hat geklappt, also alles gut.
mal googeln, ob das Ding mal abgesoffen ist beim Landen. Sitzt, wackelt und hat Luft, also alles perfekt. Nach der Runde ist das Ding ausgebaut. Zur Not landest du halt auf den Motoren. Stimmt, die hängen bei dem Ding genauso. Wobei, der Rumpf ist tiefer. Ganz ja, knapp. Aber das ist nur die Kapsel und ich kann auch mal kurz abreißen. Die ist eher asymmetrisch, braucht man nicht. Pressen wir sie symmetrisch. Und der Gunner da, der ist eh nur zu zielen. Die sollen einfach schneller hochspringen, das ist für den Kreuz eh besser. Jak 1 kommt von oben vorne. Ja, ja, ja. Geh in den Top Gunner und mach ihn weg. Tu ihm weh. Weil. Kobra, Kobra! Kobra? Nee, ich glaube, das ist zu spät ein bisschen. Oh, da fehlt was hinten, sehe ich grad. Ja, und. Das freut mich aber, dass das jetzt separat abbrechen kann und nicht mehr in einem abfliegt. Oh ja. Oh ja, stimmt, das ist wirklich sehr viel besser. Also, es ist halt nicht immer direkt tot, wenn ein Höhenleitwerk weg ist. Wobei das jetzt halt tot war. War dein Pilot weg? Ja, du, der war instant weg. Ja, gut, das Ding hat keine Nullpanzerung, da schießt du von hinten nach vorne durch. Tja. Aber ich glaube, das Ding wird nach der Runde bestimmt fast ausgebaut sein. Na, ich habe eine Basis weggeklappt. Obwohl du es bestimmt eh nicht mehr so oft fliegen wirst. Nie wieder wahrscheinlich. Das ist asymmetrisch. Oh, ich habe die bessere Muni von der Ente. Siehst du. Sehr gut. Jetzt gucken, was kam bei der Ente eigentlich raus. Ach ja, nicht viel, weil ich halt auf Rang irgendwas erforsche. Es mir genau 675 Punkte geblieben von meinen 3000 irgendwas, die ich da gemacht habe. Naja, das war auf jeden Fall Deutschland 2-3. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Mm-hmm.